Liebe Leute, hört mal zu. Jetzt kommt der Clou. Kommen Sie bitte dicht dabei. Eintritt ist frei. Eigentlich habe ich neu gearbeitet. Früh um 10 zur Probe, im Theater, abends Vorstellung. Film, Hörspiele, Synchron, Fernsehen. Also alles, was man so als Schauspieler machen kann, habe ich gemacht. Ja. Und das jahrzehntelang. Er hat sich ja selbst mal Gebrauchsschauspieler genannt. Hoffentlich bestätigt sich nicht noch mehr. Ich dachte so, diese Stars der DDR, die haben schon so viel Erfahrung, die sind dann und sind sie so ganz so seriös. Und also Jackie war das komplette Gegenteil davon. Also ein Mensch, der teilweise unvorbereitet zum Set kam, aber trotzdem am allerbesten aus meiner Sicht gespielt hat von allen. Ich weiß von nichts. Ich sehe nichts. Meine Oma und Jackie machen den besten Sauerbraten. Schön, dass du das ansprichst, weil die Leute denken ja auch, mein Gott, ist der fett geworden. Ja, yes, nee. Er fährt nur Fahrstuhl, er läuft nicht Treppen. Und ich sage, habe ich zu ihm gesagt, was ist denn, wenn der Fahrstuhl mal ausfällt? Ist das noch nie passiert? Sagt er, doch, ist schon passiert. Ich sage, was machst du dann? Dann dreht er sich auf den Absatz rum und geht über die Straße ins Hotel Metropol, checkt da ein, bis der Fahrstuhl wieder läuft. Der grinst sich so unverschämt. Dann hat er einen ganz subtilen Humor. Und das ist das, was ich so liebe, wenn man einen Humor hat, der immer nicht nur auf andere zielt, ne? Ihn brauche ich doch nicht zu erklären, was dann mit eiserner Logik folgt. Ich brauche ihn, um zu lachen und um leichter leben zu können. Also, weil, ach, das ist aber nett gesagt. Ja, wirklich, weil das ist, macht, das, macht, das, macht, das macht einen solchen Spaß, ja. Als bei Volker Braun. Im großen Frieden und sehr schön gesagt. Jackie Schwarz schwingt gern die Töpfe, wenn sich lieber Besuch ankündigt, wie die Schauspielerin Franziska Trögner. Alkohol und Nikotin hat er längst abgeschworen. Doch gutes Essen ist geblieben. Schon seine ersten Westreisen nutzte er für Feinkosteinkäufe. Wenn man immer in die DDR zurückgefahren ist, hat man ja so eine Zollerklärung gehabt. Und wenn dann nichts drauf stand, war das immer verdächtig. Wenn aus dem Westen kam und nichts mitbringt, na nu, wo kommt der denn her? Also habe ich alles vollgeschrieben, den ganzen Zettel. Und alles aufgeschrieben. Also 100 Gramm Gorgonzola, 250 Gramm Parmigiano, eine Flasche Olivenöl und wie sich zwei Avocado. Und dann kriegt der Zöllner, was ist denn das hier? Ich sage, steht doch da. Ja, was, ich kann es hier nicht lesen, was heißt denn das? Ich sage, also Gorgonzola heißt das. Aha, ja, naja. Ja, was ist denn das? Ich sage, das ist Käse. Warten Sie, bringen Sie Käse aus dem Westen mit? Ich sage, ja, es ist besonderer Käse. Ist kein Edamer oder kein Tilsiter oder wie das hier heißt. Hier. Wie hieß das der? Tollenser. Kein Tollenser, Käse. Besonderer und der schmeckt. Naja, aber Käse, naja, das hier mit Käse. Naja, den gehen Sie mal. Das hat man dann immer so die Pornografie dann mitgeschmuggelt und den Stern noch oder irgendeine Modezeitung. Vila Franziska, die keinen Parkplatz findet. Ja? Ja. Ja, weil. Pass auf, Siehste, fahr doch rüber in den. Ins Hotel. Ja, da kannst du parken. Ja, fährst du rüber? Gut, hat schon aufgelegt. Habe ich nicht ein Gefühl? Franziska Trögner entdeckt den Freund fürs bunte Leben zuerst in Schwarz-Weiß. In Weite Straßen, Stille Liebe, seinem dritten Film überhaupt, fällt Jackie Schwarz auf. Und das an der Seite von Manfred Krug. Fahren Sie zufällig nach Rostock, Chef? Rostock auch. Verstehst du ein bisschen was von Autos? Ja, hab Fahrerlaubnis. Bei der GST gemacht. Es bin ja so. Und da dachte ich nur, wer ist denn dieser junge, sympathische Schauspieler, dieser hübsche junge Mann und so, so flockig, wie er so sprach. Und da dachte ich, der fiel so raus aus den anderen üblichen positiven Helden, die wir sonst immer so im Fernsehen hatten. Und dann puckerte mein Herz, dachte ich, ach, der könnte mir gefallen.
Ja, und da war ich sehr glücklich, als auf einer Vollversammlung des Berliner Ensembles verkündet wurde, dass ab der Spielzeit, ich glaube 76 war das, neu engagierte Jackie Schwarz. Und da dachte ich, dann habe ich ihn in meiner Nähe. Ja. Na, hopp. Na los, alle Beine. Ah, da geht er in die Knie. Manfred Krug gibt dem damaligen Nachwuchsstar einen wichtigen beruflichen Tipp. Spiel Märchenfilme. Weil er sagt jetzt, ja, man muss die Kinder schon früh an sein Gesicht gewöhnen. Das sind die späteren Zuschauer. Und wenn sie dich schon als Kind kennen, dann gucken sie auch dich, wenn du größer bist. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, weil ich das auch eingesehen habe. Eigentlich könnte ich dir ja schon heute den Kopf abschlagen lassen. Apfeldieb. Für Kinder zu spielen, ist auch was Schönes. Ja, weil sie auch sehr ehrlich sind. Und dann hatten wir auch hinterher ein Foyergespräch mit den Kindern nach der Premiere. Und da sagte ein Kind, warum hast du denn die Blonde da geheiratet? Ich? Wie? Weil sie die Schönste ist. Und da sagt die Blanche Conneret, der Soldat sagt doch, weil du die Schönste bist. Also deshalb hat er die genommen. Ja, du bist aber nicht die Schönste, hat das Kind gesagt. Ach nee, wer ist denn die Schönste? Es stellt sich heraus, dass die Schönste war Renate Blume. Für das Kind war das die schönste Variante, womit das Kind nicht Unrecht hatte. Märchenhaft ist auch der Karrierestart von Jackie Schwarz. 1968 spielt er in Ich war 19 die Hauptrolle des Gregor Hecker. Der sowjetische Leutnant mit deutschen Wurzeln spiegelt die Geschichte des Regisseurs Konrad Wolf. Wolf hat ja, weiß ich, 80 oder 100 Leute getestet, die da für die Figur jeder brauchte. Und alles, was so alt war, so 18, 17 bis 22, 23, hat er ja gecastet, wie man heute sagt. Aber Probeaufnahmen gemacht und ich bin da nur hängen geblieben. Die beiden haben nur jemanden gesucht, der ihn das, was sie zusammen geschrieben haben, darstellt, nach ihren Vorstellungen, wie der spielen müsste, wie er aussehen müsste, wie er sich verhalten müsste. Товарищ генерал, по вашему приказанию явился. Скажи, лейтенант, откуда ты? Из Москвы, товарищ генерал. Я спрашиваю, в каком городе ты родился? В Кельне, товарищ генерал. Жаль, предоставить Кёльн тебе я не могу. Там американцы. Ну вот, Бернау твой. Выполняйте приказ, лейтенант. Командуй. По машинам! По машинам! Warum gerade er die Hauptrolle bekommt, ist Jackie zunächst ein Rätsel. Ich habe Wolf gefragt und er hat nicht geantwortet. Und dann habe ich ja den Kameramann mal gefragt. Und der sagte dann, wir haben zu ihm gesagt, nimm mal den, der guckt so rein wie raus. Und das war so eben, weil ich so rinkicke wie raus, das war wohl die richtige Art und Weise der Figur, wie Wolf sich da sah. Er kam in unser Filmteam, so wie die Person in der Geschichte in den Film kommt. Da war die Oder, da war der Krieg. Da kam ein Russe in den Krieg nach Deutschland und das war Jackie Schwarz. Gut war jedenfalls, fand ich, dass beide Leute am Drehort waren. Also, und mir Szenen erklären konnten, weil sie beide da waren. Erst der Wolf und der Kohlhaase auch. Das fand ich überhaupt sehr gut, dass der Kohlhaase als Mitautor mit am Ort war und Szenen mir erklären konnte, die, nehmen wir an, Wolf, den habe ich aus irgendeinem Grund nicht verstanden, was er von mir verlangte. Er war eben nicht sehr mitteilungsbedürftig, so, also ruhig, sagen manche dazu. Und dann manchmal wusste ich gar nicht, was er wollte. Und dann hat
Herr Kulan, Sie fragten, Kulan sagte, er meint, du sollst von da nach da gehen. Also mehr als im übertragenen Sinne. Ja. Und dann habe ich das halt gemacht. Er war nicht ein athletischer junger Soldat. Das wollten wir auch nicht. Es waren ja die Kinder, die sich in den Krieg verlaufen haben. Dieser Krieg wurde ja auch von halben Kindern geführt. Krieg ist für 18-Jährige oder 19-Jährige ist eben eine Überforderung. Und dann mit allem, was da zusammenhängt. Только не сейчас. Только не сейчас. Ihm geschah der Krieg. Er führte ihn mit allen anderen, aber ihm geschah der Krieg auch. Und dass er in die Geschichte eine gewisse Naivität brachte, so eine etwas Freundliches letzten Endes, etwas Samtes, das war, wenn man so will, das, was er als Schauspieler tat. Ohne viel zu tun. Aber es lag auch daran, dass Wolf ihm nicht erzählte, wie es damals gewesen ist. Du bist Deutscher? Ja. Und du heißt Hecker? Mhm. Tja. Kennst du den Max Hecker? Ja. Das ist mein Vater. Lebt er? Natürlich. Heißt du Gregor? Ja. Dann musst du mich doch kennen. Es gab die Verabredung, wir proben das, überproben das nicht. Es wird nicht, etwa weil Jackie ein Anfänger war, wird nun geprobt und geprobt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das Ziel, das alle hatten, ohne dass man darüber sehr viel redete, war, das erste Angebot nicht übersehen. Und da haben sich, glaube ich, Wolf und Jackie Schwarz getroffen bei dieser Ambition, auf eine möglichst einfache Weise glaubhaft zu sein. Und in dem Sinne ist dieser Satz von Bergmann gut. Er guckt heraus, wie er reinguckt, ja. Das ist die Hauptstadt zu dieser Stunde. Verehrte Zuschauer, wir melden uns direkt aus der Berliner Karl-Marx-Allee. Unsere Kameras stehen vor dem Filmtheater International und in diesem Uraufführungstheater. Hier findet in wenigen Minuten um Punkt 20 Uhr die Premiere des neuen DEFA-Spielfilms Ich war 19 statt. To neštiš to nam pomože drugoj. Sebe mi svobodu da budem paju svoje rabočej rukoj. Marsch, levoj, dva, tri. Marsch, levoj, dva, tri. Mit ich war 19, war der einfach erst mal durch. Der junge Mann, der alles spielen kann. So, er hätte eigentlich danach nichts mehr machen müssen. Mit 22 ist die Sache erledigt. За мою мать. Auf meine Mutter. In Berlin-Köpenick wird Jackie Schwarz am 26. Februar 1946 geboren. Mama und Oma ziehen den einzigen Stammhalter gemeinsam groß. Das starke Frauenduo ersetzt ihm den Vater. Über meinen Vater, über meinen leiblichen Vater, weiß ich eigentlich nichts, außer dass er russischer Offizier war und wohl gleich, nachdem das ruchbar war, verschwunden ist. Also die Oma erzählt sie mir das. Nun weiß ich nicht, ob die Oma das so mehr wie eine Notlüge sagte, der ist nach Russland, den haben sie erschossen oder so. Aber ich kann es mir vorstellen, dass sie ihn erschossen haben.
Aber vielleicht haben sie ihn auch nur versetzt. Eigentlich weiß ich nichts über ihn. Und merkwürdigerweise hat mich das auch nie interessiert. Also, der war nicht da und damit war der für mich gestorben. Die meiste Zeit ist Jackie draußen und spielt mit den Jungs aus der Nachbarschaft. Gute Erinnerungen, die ihn zurückziehen in den alten Kiez. Ha, da drüben denn. So, siehst du? Da ist dann die 92. Ja. Und ein Parterre rechts. Parterre? Ja, jetzt die ersten beiden Fenster. Da ist an der Tür die Küche und das andere war die Stube von meiner Oma. Also in der ich auch geboren wurde. Hier. Ach, du bist auch eine Hausgeburt. Ja, ich bin auch ausgesprochen eine Hausgeburt. Ja. Keine Ausgeburt, eine Hausgeburt. Hausgeburt, ich habe das halt sehr deutlich gesprochen. Und dann ging es immer hier raus, hier rum, auf den Hof. Oma war wie der Vater, die war streng. Da habe ich sie auch immer geärgert, muss man auch sagen. Also, die hat immer geflucht. Wie ein Bierkutscher. Meine Mutter war lieb. Ja. Die hatte nur den ganzen Tag gearbeitet. Die wusste ja nicht, was ich für ein Deibel bin. Und jetzt sag aber Mutti, sagte dann die Oma. Ja, sag mal ruhig. Na, und dann sagt er, und der war wieder so böse zu mir. Und hat mich meine Mutter dann nochmal gesagt, musst du zu Oma, ist du so krank. Und muss doch nicht so sein. Ja, die jagt mir andauernd und ich darf nicht so spielen. Dann ruft sie mal, soll ich aber hochkommen? Und die Kinder lachen schon, wenn der Oma immer ruft. Läden waren davor und man konnte dann auch mal rausspringen. Bin dann auch, wenn die Oma vorne war, dann bin ich rausgesprungen und bin dann spielen gegangen. Und dann hat sie gemerkt, ich rufe Jackie. Und dann hat sie mich nicht gefunden und dann hat sie ruhig gerufen. Und dann hat sie mich versteckt und dann riefen die anderen an, Jackie, deine Oma ruft. Haben sie mich denunziert. Ich musste ja alles einkaufen. Dann habe ich einen Zettel gekriegt und dann bin ich zum Fleischer und zum Gemüsefritzen und an der Bäckerecke und dann habe ich dann eingekauft. Und ich sollte mich nicht bescheißen lassen, sagt sie mal, wenn ich den Fleisch gebracht habe. Ja, ist ja alles zu fett hier, musst du sagen, mager, meine Oma hat gesagt, ich will mager haben. Dann habe ich gesagt, meine Oma hat gesagt, ich soll mageres Fleisch. Und sie die Knochen, damals gab es ja noch Knochenbeilage. Also ich nur mit und Marken gab es ja noch. Ja, wir nicht so, Mark, ich soll hier Marks Knochen mitbringen. Und nicht so eine euren doofen Dinger da. Und dann haben die mir dann vor lauter Angst, haben die denn, dass ich wiederkomme, haben die mich anständig bedient. Ja, und dann habe ich gesehen, wie das alles gemacht wird und wie das klein gemacht wird und wie das geschnuppelt wird und wie das angebraten wird und wie man die Brühe macht und so. Und dann habe ich alles gesehen. Ich musste das ja alles und den Töpfe rausholen und das. Und Oma hat dann gekocht und das hat mir einfach abgesehen. Omas Kochkünste hat er längst verfeinert. Schön flach, damit schön viel Knusper ist. Panierte Berliner Buletten mit arabischen Gewürzen sind nur eine Spezialität des Gourmets und bei seinen Freunden besonders beliebt. Hallo. Hallo, kommen Sie rein, junge Frau. Hier soll es was zu essen geben? Ja. Sie wissen ja. Ich weiß wo. Ja. Danke. Franziska Trögner genießt Jackies Gastfreundschaft und revanchiert sich gern. Seitdem ihr langjähriger Freund wegen einer Augenkrankheit nicht mehr Auto fährt, übernimmt sie die Touren zu gemeinsamen Krimi-Lesungen. Die Köstlichkeiten sind gleich fertig. Oh, wie schön. Danke, freue mich. Hast du Hunger mitgebracht? Ganz viel. Da sind auch viele Buletten. Gott sei Dank. Ja. Für dich nicht ganz so viel. Danke schön. Ein bisschen mehr, weil ich ja heute... Du musst ja noch wachsen. Ja, ach du Scheiße. Ja, vor allen Dingen hier, weißt du, hier. Ja. Ich wachse ja nur noch hier. Und beim Essen finden beide Geschmack an so manch pikante Erinnerung. Ich koche nur das, was ich kann. Und er kann viel gut. Ja,
Gulasch zum Beispiel. Oder einmal Weihnachten haben wir bei dir Ente gegessen. Die war ja, ist ja fast an der Gabel gefallen, so zart war die. Unglaublich. So, ich habe schon mal so eine Sendung gemacht wie eure. Es waren zwei Frauen, die das gemacht haben. Die sind mir so auf den Keks her. Also, warum? Weil sie besserwisserisch waren? Nee, oder? Die waren also einfach auf den Keks. Also noch mal das und noch mal das. Und zum Schluss haben die erfahren, dass ich eine schöne Ente machen kann. Und dann haben sie also eine Flugente gekauft. Und die soll ich nur machen. Und dann habe ich die da lieblos ausgespült und durch die Äppel rennen, ein bisschen Meier zugenäht oder gestochen. Und ein bisschen Salz, ein bisschen Majoran, was rinn in die Dings, damit sie was sehen. Und die Ente, die hat so geschmeckt, so gut. Hat mir noch nie eine Ente geschmeckt, wie die Ente, die ich mit Grimm und Graus gekocht habe. Guten Tag. Sie sind das? Ja. Gott sei Dank. Gucken Sie mal. Oh. Gestatten Sie? Ja. Ihre Freundschaft, die sie auch immer wieder vor die Fernsehkamera führt, beginnt 1974 am Berliner Ensemble. Das Brecht-Theater wird 23 Jahre Jackies Zuhause. Also ich war wahnsinnig in ihn verliebt. Und mit ihm viel unterwegs. Ja, und das ist das. Schlafzimmer. Ja. Naja, wie das Leben halt so spielt. Und ja, und dann habe ich das gar nicht so richtig mitgekriegt, dass er sich eigentlich für Frauen gar nicht so interessiert. Und dann sagte ein Kollege noch, ja, du Einzige, die ihn rumkriegen kann, wärst du. Versuch es. Albern. Geht natürlich nicht. Hab's auch nicht versucht. Ich dachte auch, naja, ist halt so. Und dann bleibt man halt befreundet. Und das sind wir immer noch. Die Freunde verreisen gern. Zunächst mit dem ganzen Ensemble. In Spanien landet der kaukasische Kreidekreis sogar auf der Titelseite der größten katalanischen Tageszeitung. Nicht nur deshalb ist das Stück unvergesslich. Da gab es eine Szene, da sitzt er im Badezuber und ich muss ihm den Rücken waschen. Und ich habe in dieser Szene nicht allzu viel Text gehabt, immer ja, nein und musste betroffen gucken. Und Jackie hat immer stark mit der Soufflöse zusammengearbeitet, Phasen. Und ich merkte schon immer, ich denke, oh Gott, der schnappt nach Luft, er wird jetzt den Text nicht wissen. Und dann bin ich immer hinter dem Badezuber abgetaucht, mit meiner Bürste runter, hinter ihm versunken, habe ihm den Text gesagt. Und dann bin ich wieder mit betroffenen Gesichtes hochgekommen und habe ihn dann also weitergeschrubbt. Und so sind wir durch die Szene durchgekommen. Und dann hatte ich dann in der Pause, sagte die Soufflöse zu mir, Franziska, ich möchte dich gern mal sprechen. Ich sage, ja, was ist denn? Dass du dem Jackie immer den Text sagst, das ist meine Aufgabe. Und ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung, Eva, ich werde es aber nicht lassen. Und ja, weil ich war ja näher dran und außerdem war er mein Freund. Freundin Franzi übernimmt auch die Aufgabe der Laudatoren für Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine außerordentliche Freude, heute zwei Kollegen, die nichtsahnend im Saal sitzen, sie heute mit einer ganz fantastischen Nachricht überraschen zu dürfen. Die Goldene Henne 2013 für das Lebenswerk geht an Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler. Die Freude ist drehbuchgemäß. Na, man ist ja Schauspieler. Und man kann das natürlich auch ein bisschen so gestalten, dass die Leute denken, ei, das hat ihn jetzt erwischt. Und es ist mein zweiter Preis, den ich bekomme für meine schauspielerische Tätigkeit. Das erste Mal war die Erich-Weinert-Medaille 1968. Die Goldene Henne habe ich nur hier durch den Mitteldeutschen Rundfunk. Na ja, oh Gott. Wenn ich sie nicht gekriegt hätte, wäre auch nicht so schlimm. Also ich würde mir dann nicht das Leben nehmen und aus dem Fenster springen oder sonst was. Oder vor das Brandenburger Tor ziehen und sagen, ich weiß nicht, wo ist die Goldene Henne? Sondern nee, also, ach, Orden und Ehrenzeichen, muss ich nicht.
wäre schön am Musiknisch. Schwarz und Winkler sind ein Team und zeigen das gern. Für den kinderlosen Jackie werden die Lieben von Wolfgangs Tochter Sabine und Sohn Sascha zur Wahlfamilie. Das ist ja hier bei dir eine richtig italienische Großfamilie. Das ist meine italienische Großfamilie. Na, hat man ja selten in Deutschland. Darf ich mich neben dich setzen? Auch hier gibt Jackie Schwarz gern den Ton an, selbst wenn es nur um ein Familienfoto geht. So, bis immer davor, dass du kommst vor und so hier. Vor Jahren. Das ist. Hast du auch gedrückt auf den Ja, natürlich, meine Presse. Und so. Lächeln. Die befreundeten Kollegen sind wie zwei linke Latschen. Vor jeder Kamera. Jackie ist ein Morgenmuffel. Wolfgang ist der bessere Autofahrer. Jackie braucht viel länger in der Maske. Wolfgang gibt immer nach. Na, komm. Okay. Na, nicht immer. Und demnächst ziehen wir beide gemeinsam in eine WG. Nach Wolfgangs Tod im Dezember 2019 bleibt Jackie ein wichtiger Teil der Winkler-Familie. Er besucht Sabines Töpferei in der Nähe von Merseburg regelmäßig und nimmt nicht nur am gedeckten Tisch Platz. Hausbau, Berufsstart, Schlagzeugunterricht. Jackie greift seinen drei Patenkindern Paul, Lotte und Theo auch finanziell unter die Arme und sorgt damit von Anfang an für Schlagzeilen. Ach Gott, ja, sind so Schlagzeilen, ja, genau, wo du denkst, aha, jetzt hat er ein Kind. es stimmt ja, aber es stimmt doch nicht. Es kam dazu, dass wir also hierher gefahren sind und eben hier der neugeborene Theo, den haben wir also besucht. Und der war dann so süß, sieht er ja selber. Hm. Und dann habe ich gesagt, ach, spontan. Das nehme ich als Patenkind. Ja, und dann, dass ich gesagt habe, und ihr, habt ihr denn auch, habt ihr noch nichts? Nein, haben sie gesagt, dann nehme ich euch auch noch. In Ermangelung von einer eigenen Familie, weil ich ja nicht habe. Ich habe ja keine Eltern mehr, keine Geschwister, keine Tanten, keine Onkel, nichts. Und da die Familie ja ganz gut ist, habe ich mir gedacht, ach, dann nimmst du die. Und ich habe nicht daneben gegriffen, muss ich sagen. Gemeinsam halten sie die Erinnerungen an Wolfgang Winkler lebendig. Ohne den Jackies Karriere sicher anders verlaufen wäre. Ach, das ist ein Glück, dass das so geklappt hat. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Wolfgang denn ihn's runtergestellt hat. Ehe er sich aufregt und ehe er was sagt. Hat er gesagt, lass den Eulen mal quatschen. Also so, und einer muss dann das Gefühl haben, wie der Ehe. Da muss immer der Mann das Gefühl haben, er beherrscht die Frau, dabei beherrscht die Frau ihn. Und so war das bei uns auch. Also ich habe gedacht, ich beherrsche ihn, aber eigentlich hat er mich beherrscht. Und hast du ihm das auch mal gesagt, dass du das so weißt? Oder habt ihr das beide so gespielt? So wir haben es so beide gespielt. Wir wussten schon, was wir davon haben. Dass er ab und zu zurücksteckt, ohne, das merkst du ja. Merkst du ja, dass ihm nicht das Ganze ist. Jackies Wunsch, als Kommissar den Bildschirm tot zu sterben, erfüllt sich nicht. Eine Fahrt ins Abendrot setzt den Schlusspunkt hinter seinen letzten Polizeiruf mit Wolfgang Winkler. Das Duo geht gemeinsam in Serienrente. Die haben sich super gut ergänzt. Da ist schon einer so viel, dem man so gerne zuguckt. Und bei den beiden war es halt doppelt. Und das ging vielleicht auch anderen Leuten so, dass die sich immer wieder gefreut haben, dieses perfekte Doppel zu erleben einfach. XXL, Digga. Unsere Größe. Die Dinger da können Sie wieder mitnehmen. Warum? Weil wir fasten, Frau Weigand. Ach du lieber Gott. Ja. Es war auch nicht so heldisch. Also es war nicht so, beide so jung gestylte. Und man hat auch nicht endlose Autojachten gehabt
oder endloses Gerenne durch irgendwie ein unwegbares Gelände. Bis zu dem Baum da hinten. Gut, in Ordnung. Bis zu dem Baum. Ja. Also auf die Plätze, fertig, los! Ich hätte es wissen müssen. Ich Idiot, warum renne ich überhaupt? Waren gute Geschichten. Und die beiden eben, so diese beiden älteren Herren, ein Besserwisser und der andere, der das dann duldet, den Besserwisser. Wer benachrichtigt die Angehörigen? Sie hat Vater und Mutter, ja. Wieso gewinnst du eigentlich immer? Weil ich so schlecht verlieren kann. Diese Wärme, die da war, das weiß ich nicht, wo es das noch mal gegeben hat. Also das war schon einzigartig. Also ich habe das immer gerne gesehen, wenn die beiden sich da gefrotzelt haben. Und man aber gemerkt hat, der eine kann ohne den anderen nicht. Ich horch mich in dem Lollipop um und in den anderen Läden, hä? Das sind fünf. Wieso muss ich fünf Diskotheken überprüfen und du nur... Was hast du denn? Du siehst aus wie ein oller Opa, der auf Travolta macht. Das ist auch beabsichtigt. John Travolta bricht die Highschool ab. Jackie Schwarz aber besucht die Oberschule in Berlin-Köpenick bis zum Abitur. Er ist nicht sportlich und Ehrgeiz bleibt ihm auch in den meisten anderen Fächern fremd, abgesehen vom Deutschunterricht. Doch er lernt schnell, wie man mit wenig Aufwand durch die Schulzeit kommt. Das ist meine Klasse. Ah. Ja. Ja, und hier habe ich gesessen. In zwei, drei Reihen, in der Mitte links und rechts. Nicht so außenrum. Mitarbeit 1 oder mehr? Mitarbeit war immer gut, ja. Ich habe mich dann, wenn ich was wusste, immer gemeldet. Und Betragen? Betragen, na ja, war ich so. Ich wäre sehr aufgeweckt. Aha, da ja, aufgeweckte Kinder, die haben ja ein Betragen, dann sind ein bisschen abgewogen. Ja, ich war eben aufgeweckt. Ein aufgeweckter Schüler. Also, fleißig, auch in Grenzen, aufgeweckt. Er war anders einfach. Er war kulturell furchtbar interessiert und war auch nicht besonders fleißig, das muss man schon sagen. Er war einfach flatterhaft ein bisschen und hat sich für viele Dinge interessiert. Aber ansonsten war er ein völlig normaler Schüler, ne? Allerdings sein Abitur war da nicht so besonders gut, weil er den Fehler gemacht hat, dass er einen naturwissenschaftlichen Zweig gewählt hat, weil er Arzt werden wollte. In der ersten Zeit kam er zu Ausflügen oder so mit einer Tasche junger Sanitäter. Und wir haben uns totgelacht, weil er wusste, mit Jeki kann, mit Bio, Chemie und so geht nicht. Ich fand es doch schön, wie der Arzt empfangen wurde. Dann wurde noch mal übergewischt und dann kam der Arzt mit dem Auto vorgefahren und dann Sticke aus, ja, guten Tag, Herr Doktor, kommen Sie bitte rein. Und Oma hat sich dann noch mit der Haare gemacht und lag dann im Bette. Und dann kam Herr Dr. Seefeld und hat dann geguckt. Und dann habe ich gedacht, ach, ich werd auch Arzt werden, das ist schön. Man wirst geachtet. Die Leute machen vorher sauber, wenn du kommst, ist ja auch schön. Ja, und hilfst den Leuten. 40 Jahre später ist er in seinem Traumberuf doch noch erfolgreich. Zumindest im Fernsehen. Jackie Schwarz als Professor Justus Friedländer operiert in Für alle Fälle Stefanie am Serienfließband. Verdammt, der fängt schon wieder an zu bluten. Bestellen Sie zu den Konserven noch Thrombozytenkonzentrate. Ja, und rufen Sie die Blutbank an, Klämmchen. Er hat seine Schwächen, also sagen wir es mal Schwächen, so in Anführungsstrichen, immer benutzt, um Tugenden draus zu machen. Also wenn er sich verquatscht hat, ne, in der Szene irgendwie, dann hat er für alle gespielt. Also das war jetzt nicht so, dass er dann abgebrochen hätte, ich muss nochmal, lass mir nochmal kommen und so weiter, sondern er hat dann improvisiert und alle da mit reingenommen. Also ich weiß noch, er ist mal auf dem Flur mit uns langgelaufen und musste da irgendwie sowas wie eine Visite eben da erzählen im Gehen und schon am Anfang brach es ab und
wenn jetzt einer nicht zugehört hätte, wirklich, der hätte es gar nicht gemerkt. Der hat einen Quatsch geredet und lief da so weiter. Und bei uns hat es schon überall gebebt, weil wir haben so gedacht, wann sagt der Regisseur endlich Cut irgendwie so, ne? Und er schwadronierte da und bezog alle mit ein und machte und mehrte, bis er dann sagte, wenn ich einmal mal Cut sagen, jetzt geht's mir langsam aus hier. So eine Leukämie kann lange unbemerkt bleiben. Oder hat gewusst, dass er krank ist und hat deshalb so verbissen um die Kinder gekämpft. Hat einfach nicht gewusst, wie viel Zeit er noch hat. Wir müssen erst mal sehen, wie aggressiv diese Leukämie ist. Sagen Sie mir, was machen Sie hier noch? Sie gehen jetzt nach Hause, verstanden? Sonst fallen Sie uns hier noch um. Die meisten haben ja den Beruf, weil sie damit Geld verdienen. Und so ist man als Schauspieler auch. Man verdient ja damit sein Geld. Und dann macht man manchmal Sachen, die man künstlerisch, wo man sagt, naja, na, schönen Dank. Aber es gibt dafür auch Geld. Und da war manchmal das künstlerische Auge stark aufs Honorar gerichtet. Akteur statt Arzt. Jackies Berufung scheint vorgezeichnet, auch wenn ihn die Berliner Schauspielschule später zweimal ablehnt, mit dem internen Vermerk, er wirke wie ein arroganter Oberschüler. Die Klassenkameraden erkennen die Begabung ihres Freundes. Nicht nur sie trauen dem Theater- und Literaturfan eine große Karriere zu. Wir hatten das große Glück, dass wir einen großartigen Deutschlehrer hatten, der dann auch anfing, da Theateraufführungen zu inszenieren und so. Da ist er dann groß eingestiegen, das war, glaube ich, in der 10. Klasse. Und sein Talent auch. Ne? Es gibt ja Leute, die machen sowas, aber da merkt man, die können es nicht. Aber er konnte es einfach. Für die ersten Bühnenerfolge entwickelt der genügsame Oberschüler plötzlich doch noch Ehrgeiz. Da wohnte er noch in der Gesener Straße dort. Und da bin ich zu ihm gegangen und da stehe ich vor der Tür und höre ein Kommuniqué, ganz laut, der Partei- und Staatsführung. Ich dachte, ist der denn verrückt geworden jetzt? Vor der Tür, ja, er wohnte parterre. Dann klingle ich, dann hört das sofort auf. Also kurzum, Jackie hatte eine Zeitung und hat die ganz laut für sich allein vorgelesen. Die Lust am Deklamieren bleibt und auch die Freude am Auftritt vor großem Publikum. Zum Beispiel bei der 2. Kinder- und Jugendspartakiade in der Berliner Wuhlheide. Jeder Sieg, der uns im Kampf beschieden, dient dem Sozialismus und dem Frieden. Zum Beispiel hat er vor der ganzen Schule auch die Bauernkantate gesungen. Die hat er dann auch mal zimmerfrei mit Alsmann. Jahrzehnte später konnte der doch die Melodie von der Bauernkantate. Also ihm reicht es zu verdanken, dass ich das Abitur überhaupt gemacht habe. Ja, Heinz, doch, das muss man ruhig so sagen. Ich meine, obwohl nachher Herr Focke, unser ehemaliger Klassenlehrer und Mathematik-Physiklehrer, mir dann zum Abiturball sagte, wissen Sie, es fragt keiner mehr, wie Sie es gemacht haben. Hauptsache, Sie haben das Abitur. Das hätte man ja früher sagen sollen. Das ist der, Herr Focke ist derjenige, der Jackie mal so furchtbar beleidigt hat. Ah! Ja, das ist unsere Abiturzeitung 1964, ja. Moralisch-satirische Abiturientenzeitschrift Ole Minimisse Jubabit. Wir haben den Latein hier am Tisch, nicht wahr? Das heißt? Na ja, einstmals wird man sich mit Freude daran erinnern. So, ja, hat er gedacht. Na ja, gut. Also, das hat vorher diesen vor der ganzen Schule. Mathematikstunde bei Herrn Focke. Wer hat die Hausaufgaben nicht? Schwarz meldet sich. Immer dasselbe. Schwarz blättert in seinem Heftchen. Gestern, vorgestern, immer dasselbe. So ein unordentlicher Schüler hat auch schmutzige Fingernägel und dreckige Unterwäsche. Na, sagen Sie mal, Herr Focke, wie können Sie ihn?
Der Schüler Schwarz erhält in dieser Woche schon die zweite Ermahnung wegen äußerst liederlicher Arbeitsweise. Ich muss das leider schriftlich festhalten. Schwarz setzt sich wie ein getretener Hund in seine Bankreihe. Das ist ja alles wahr, das ist ja nicht erfunden. Und das hat mich natürlich aufgeregt. Dann hat meine Mutter gesagt, und die hat ihn dann einbestellt, weil das ja auch auf sie fällt. Weil sie ja als Mutterschlampe auf immer dasteht, die nicht aufpasst, dass das Kind hier saubere Fingernägel und schmutzige Unterwäsche anhat. Und hat ihn einbestellt zu uns nach Hause und hat mit ihm gesprochen, dass das so, also dass das, was nur dahinter steckt, inwieweit er da. Und er bemerkte das ja eben nur als Zitat, eben der, nicht, dass ich das habe, sondern dass eben jemand, der so ist, auch das und das haben könnte. Und dann dachte er, dass, also, dass ich nicht so empfindlich bin, dass mir das so gegen den Strich geht. Aber ich bin zu Recht gegen Striche gegangen. Also eine Unverschämtheit. Ja, denke ich auch. Also die hat ihn dann einbestellt. Und hat er sich entschuldigt bei ihr, bei mir nicht, muss er auch nicht. Ja. Aber er war da und hat einen kleinen Watschen bekommen, kleine Kopfnuss. Jackie tanzt aus der Reihe. Nicht zuletzt mit seinem ungewöhnlichen Vornamen. Im Laufe der Jahre lernen seine Freunde und er alle Schreibweisen und Abwandlungen kennen. Die Oma ist es, die ihren einzigen Enkel nach Jackie Coogan benennt. Amerikanischer Kinderstar der 1920er Jahre. Weltberühmt geworden im Charlie Chaplin-Film The Kid. Es gab so eine Zeit, wo Anglismen in der DDR nicht sehr erwünscht wurden. Da haben sie mich den Joachim oder Jochen, weil sie sagten, Jackie heißt Keller. Also die nicht Jackie sagten, dann Mackie. Wer denn? Na zum Beispiel Dr. Günther Jahn, der Vorsitzende. Der FDJ, Mackie, ja, der sagte immer, erzählt, ja, also. Hier, da war Weltfestspiel und da haben sie Uhren verteilt, so eine Festivaluhren. Und da haben wir hier unseren Mackie, hier eine schöne Uhr. Hier, Mackie, hast du die Uhr? Ach ja, das hast du. Und die Uhr muss ich fünfmal umtauschen, weil sie immer kaputt gegangen ist. Und mein erstes Interview, was ich gegeben habe, ist kleiner Willi. Das habe ich hier ein Foto von. Jackie Willi, sein erstes Interview. Hast du gar nicht? Doch, doch, liegend, Jackie. Ganz anders geschrieben, naja, immer ganz anders geschrieben, aber jo. Der kleine Willi in Geschichten jener Nacht ist Jackies allererste Filmrolle. Also im Propagandastreifen zum Mauerbau sammelt der Babelsberger Schauspielstudent erste Erfahrungen an der Seite von Erwin Geschonek. Na, dann erzähl mal. Wie fängt das kommunistische Manifest an? War extra gemacht für Partei und Regierung. Ja, damit die Freude haben. Ja. Aber ich hab was gelernt. Also ich hab gelernt. Vor allem habe ich gestern beobachtet, wie der was setzt, wie der kickt, wie der sich so in die Kamera dreht und so. Wusste ich, aha, guck mal, so macht man das. Und dann fragt man nochmal den Kameramann, wie groß bin ich denn, so oder so. Und dann weiß man, also mit der Hände kannst du was anderes machen. Ja, nee, das habe ich da schon, angefangen. Learning by doing. Wissen Sie, Herr Lenz, Sie werden das vielleicht nachfühlen können. Ich schätze Sie trotz der Uniform immer noch als vorwiegend den Arbeiter ein. Soll ich jubeln, wenn man mich einfach aus dem Beruf reißt? Das Wahnsinn drüben bei Siemens. Ecke? Ja, nicht. Wir brauchen doch bloß ein bisschen Schweißen. Damit habe ich meine Zechini gehabt. Ich bin Ihnen im Umtausch. Halt die Fresse! Als Jackie Schwarz 1969 die Schauspielschule verlässt, ist er bereits ein Star. Mit Ich war 19 hat er seinen erfolgreichsten Film im Gepäck und zieht nach Magdeburg. Er folgt dem guten Ruf des Theaters, das ihm und einigen Kommilitonen ein erstes Engagement bietet. Kurz darauf steht auch der Berliner Schauspielabsolvent Henry Hübchen auf den Bühnenbrettern der anhaltischen Domstadt. Magdeburg war zu der Zeit ein interessantes Theater mit interessanten Regisseuren und mit einer jungen Truppe.
Ich war 9 oder 10 Jahre alt und da habe ich den Jackie zum ersten Mal im Theater gesehen. Und das ist so ein Gefühl wie, den Weihnachtsmann gibt es wirklich, so als Kind. Also wenn es Jackie gibt, dann muss es auch den Weihnachtsmann geben. Der Theaterneuzugang ist auch für andere junge Damen in Magdeburg eine schöne Bescherung. Da sagte eine Klassenkameradin, ach ja, den finde ich auch toll. Die hieß Petra Schnabel. Und dann bin ich da hingegangen. Also wirklich, der Herzschlag war bis hier oben hin knallrot wahrscheinlich gewesen. Bibi, was hast du denn, Kleine? Ich sage, ich wollte gerne ein Autogramm haben. Und da sagt er, ja, was soll ich denn draufschreiben? Jackie Schwarz. Nein, das schreibe ich sowieso drauf. Na, für wen ist denn das? Und eigentlich wollte ich das ja haben. Und da habe ich gesagt, für Petra. Und hat er draufgeschrieben, für Petra. Ich habe das der Petra nie gegeben, dieses Autogramm. Der Frauenschwarm bleibt Single und auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Während sich in Magdeburg schon viele Theaterträume erfüllen. Zum Beispiel in Shakespeares Hamlet oder im georgischen Stück Das Schwitzbad mit Henry Hübchen. Ich habe mich immer bloß gewundert, dass er keine Freundin hat. Und so. Er war aber auch öfter so, hat er so Eifersucht gezeigt. Also wir haben in der Nähe miteinander gewohnt in Magdeburg, also so ein paar Straßen weiter, aber musste immer dieselbe Richtung gehen. So, kommst jetzt mit, wir gehen jetzt nach Hause, kommst du? So, nee, bleib noch. Wieso denn? Nee, geh noch mit Dagmar. Mit Dagmar? Wieso mit Dagmar? Das war schon komisch so. Da habe ich mich immer schon gewundert, dass er so eingeschnappt war. Dann haben wir so 3 Jahre zusammen Theater gespielt, oder 3,5. Eher ein bisschen weniger, weil der nur drehte. Also im Grunde genommen, als wir uns dann an diesem Theater trafen, da hatte er schon seinen größten Erfolg hinter sich. Er war ein Filmschauspieler. Und da war er so privilegiert, und das Theater hat das auch mitgemacht, dass er, dass für ihn die DEFA einen Ersatzschauspieler gestellt hat. Oh Mann, oh Meter. Jackie ist schon ein richtiger Schauspieler, so, sehr bedeutend. Da kommen, für ihn werden Ersatzleute irgendwo gestellt an Theatern. Ja, ja, klar, natürlich. War er nicht der Einzige, der gekickt hat, wenn das Auto dann kam oder Taxi ist da. Der fährt dann, Herr Schwarz, DEFA ist da, DEFA ist da. Dann wusste ich, naja, das Auto wartet vor der Tür. Und dann bin ich nach Babelsberg gefahren oder sonst wohin, je nachdem, wo gedreht wurde. Die Tage in Babelsberg werden häufiger, während die Magdeburger Zeit mit einem politischen Knall zu Ende geht. Das Heiner-Müller-Stück Mauser wird nicht wie geplant aufgeführt und die junge Theatertruppe zerbricht. Jackie Schwarz findet bei der DEFA neue Aufgaben. Er hat ja sehr viel gearbeitet, sehr schnell. Und die größte Gefahr, in die er als Kollege, als Schauspieler hätte stürzen können, wäre, der spielt, weil er es so gut gemacht hat, sowjetische Soldaten. Ja. Die Branche neigt ja zu solchen vorschnellen Entscheidungen und Missverständnissen. Wunderbarerweise ist er da abgesprungen. Die Schlüssel, der dritte Film, den Jackie mit Jutta Hoffmann dreht, ist ein Meilenstein in seiner Karriere. Unter der Regie von Egon Günther lernt er die Arbeit ohne Drehbuch kennen und das Improvisieren lieben. Also, das ist alles ganz, für meine Begriffe ist das alles ganz sinnlos, was du da machst. Mit Auswendiglernen kommt man nicht weit. Es ist der, nach Ich war 19, der schönste Film, den ich gemacht habe. Oder der wichtigste Film. Für mich, für die Umwelt vielleicht weniger, aber für mich.
Kleine, festen Auge. Na, guckst du was? Popolsku. Ach, also entschuldigt Männer, unser Eins lernt sogar auf dem Scheiß aus Vokabeln und dem fliegt's einfach so zu. Na also. Da habe ich mich als Künstler gefühlt, weil ich mich sonst so als Handwerker fühle, mehr oder weniger. Und da habe ich mich als Künstler, als Schöpfer empfunden, weil man mitreden konnte an der Gestaltung einer Szene, an dem Ablauf einer Szene, an dem Bau einer Figur, wie sie sich in solchen Umständen verhalten kann oder nicht verhält. Du bist faul. Du machst nicht aus dir. Und das geht überhaupt nicht. Wirklich, das ist das ganze Geheimnis. Es gibt ja Kollegen, die lernt man nicht kennen, wenn man andauernd mit ihnen zusammenhockt, sondern die lernt man in der Arbeit kennen, im Spiel. Und da wir beide inzwischen wussten, was das bedeutet zu spielen, war es eben total unangestrengt und präzise. Ach, Victor, komm, lass doch. Mach doch mal mit, setz dich. Ist der albern. Ach, Mensch. Nimm ja die Brille ab. Du hast immer Einfälle. Ja, dann spielen wir und Jackie sagt, komm, ich muss dir das jetzt noch mal beibringen, wie man küsst. Du kannst überhaupt nicht küssen. Du kannst wirklich nicht richtig küssen. No. Doch, komm mal her. Ich zeig's jetzt nochmal. Lass doch mal sein. Komm her. Mach mal genau das Gleiche. Genau das Gleiche, was ich mache. So. Ha. Ha. Oh, komm. Und ich sage, was, ich kann nicht küssen? Dreh dich erst mal um, wenn du mit mir sprichst. Und dann schaue ich so nach unten und sage, ach, das ist bei dir schon vorn. Dreh dich erst mal um, wenn du mit mir sprichst. Ach, das ist bei dir schon vorn. Und das ist etwas, was Jackie mir bis heute krumm nimmt. Das nimmt er mir einfach übel. Schwupps. Schwester. Und ja, jetzt gibt's eine Gelegenheit, dass ich mich bei Jackie entschuldige. Also, Jackie, entschuldige. War eine wunderschöne Arbeit. Ja, war eigentlich keine Arbeit, war. War zwar Arbeit, aber war. Da fühlte ich mich so berufen. Zwischen Berufung und Beruf spielt Jackie ab den 1970er Jahren mehr als 150 Rollen: Liebhaber, Mordverdächtige, Könige, Parteisekretäre oder Spezialagenten. Er lässt nichts aus und zeigt Repertoirefähigkeit. Hinter den Kulissen reflektiert er den Einsatz vor der Kamera, wie in dem Fernseh-Siebenteiler Gefährliche Fahndung, gern auf seine Art. Wir spielen ja nur im Westen, also in Wien. Und dann haben sie ihn gebaut mit Ostmöbeln Westen. Es war immer ein bisschen peinlich, weil man, und auch Telefone, die dann aussahen, wo man sagt, das ist ja VEB. Horsi. Und nicht, naja, also man sah das dann immer, dass das alles so, das ist so wie die amerikanischen Filme, wenn die Osten machen oder Russland, dann stimmen die Uniformen nicht, dann stimmt das nicht, das stimmt alles nicht. Und so war das umgekehrt, wenn der Osten Westen machte, das war dann immer ein bisschen peinlich. Und um die Peinlichkeit nicht ganz so, da habe ich also ein originales West-Requisit mitgebracht. Und zwar eben die elektrische Zahnbürste, die wir hatten da am Theater eine Schweizerin, Olga Strupp. Und die war damals am BE und die hatte so ein Ding. Kaffee, Kuchen und Zeitungsklatsch mit Evelyn Opoczynski. Die Schauspielerin kennt Jackie seit den Dreharbeiten zum Film Du und ich und Klein Paris. Das DDR-Jugendstück mit Happy End spielt in der Messestadt Leipzig. Evchen und Jackie besetzen die Hauptrollen. Da bin ich! Oh. Ach so, ich bin Angelika. Guten Tag.
Herzlich willkommen, mein Kind. Oh, wie groß du geworden bist. Schönen Gruß von Papi. Vielen Dank. Tommy, du bist so lieb und kümmerst dich. Das ist übrigens Tommy Thomas. Block. Freut mich. Ich konnte dich damals nicht leiden. Ja, das war ja die schockierendste Nachricht überhaupt. Bei das sagt er mir jetzt. Ja. Jetzt sagt er mir, ich konnte dich eigentlich nicht leiden. Ich fand sie doof. Also nicht so doof, aber... Und ich fand ihn toll. Ja, und sie fand mich... Ich hab davon nicht gemerkt. Aber Moment mal, pass mal auf. Ah, du hast aber auch nicht gemerkt, dass ich dich doof fand. Nein, das ist ja nicht gemeine. Wenn ich's mal gemerkt hätte... Schauspieler. Hier sitzt der Schauspieler, nicht wahr? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich dir irgendwie nicht... Ja. Du warst freundlich zu mir. Ja, war ich. Bin Miststück. Ja auch so... Was ist passiert? Das ist ja eiskalt! Und ich krieg es nicht zu und nicht auf! Du musst den linken Arm noch weiter aufdrehen! Wie? Ich meine die Duschen, die Brasen! Komm rein! Wie stellst du dir das vor? Ich verstehe nicht, das ist ja offen! Aber ich kann doch nicht einfach... Machst einfach die Augen zu! Der warme Hahn hat einen toten Punkt, über den man schnell hinweg muss. Sonst setzt die Flamme aus. Verstehst du? Vollkommen klar, bloß weißt du, ich stehe hier so... Ich bring's dir morgen bei. Nett von dir. Ich hatte ja meinen Führerschein oder die Fahrerlaubnis, das ist in der DDR, gemacht. Und da hatten wir hatten so einen alten Volga, so einen ganz alten Volga. Wunderbar. Und der hatte noch so, die Schaltung war noch am... Lenkrad. Ja, genau. Und mit dem bin ich auf einmal losgefahren. Also dachte ich, habe gesagt, fahren wir hier. Und wir drehten gerade auch eine Szene, wo ich im Schlafanzug hier mit ihr zusammen in der Drehpause. Und da dachte ich, auch eine Stunde habe ich Zeit und frage immer ums Carré. Und habe mich dann verfahren und wusste in Leipzig nicht mehr Bescheid. Wusste nur, wo ich wohnte, nämlich im Hotel Stadt Leipzig am Bahnhof. Am Bahnhof, genau. Bin da hingefahren, weil das kannte ich noch. Und bist ausgestiegen? Bin so in dem Schlafanzug ins Hotel. Und da, weiß ich, war ein Hotel, also eine andere Rezeption, so ein kleiner Sachse. Und ich sag, du, ich weiß nicht mehr, ich muss in die Straße da, ich weiß nicht, wie ich hier geht, komm. Ja, ich hab ja Dienst, ich geht nicht. Ich sag, ich knie auf die Erde, ich knie. Und du musst. Und dann hat er sich dann... Erbarmt. Und hat dir gezeigt, wo du hin musst. Und hat mich gefahren. Ach, hattest du ja gefahren. Das war ja der Film, wo Leipzig nie so zu sehen sein durfte, wie es eigentlich war. Wo sie Leipzig angemalt haben. Angemalt. Obwohl das ja eine Hauptrolle spielt. Die Stadt sieht man von der Stadt eigentlich fast nicht. Also jedenfalls nicht so, wie sie war. Den Park siehst du, wo eben Lust ist. Und dann haben sie noch was aufgestellt, noch einen Zeitungskiosk aufgestellt und so. Also alles ein bisschen. Alles, was man verdecken konnte. War aufgehübscht. Viel, viel später. 10 Jahre später ungefähr. Haben wir einen Film gemacht. Bürgschaft für ein Jahr. Da war sie Assistentin des Regisseurs. Tag. Ich komme auf den Sprung. Folgendes. Frau Behrendt hat beim Jugendamt eine einstweilige Verfügung erwirkt für die beiden Großen. Ja, Moment. Auf keinen Fall vor Ende des Schuljahres und probeweise, versteht sich. Der Antrag ist vor Ihrer Ratengeschichte eingereicht worden. Andernfalls wäre ich auch dagegen gewesen. Und wenn jetzt hier in den nächsten Wochen nicht alles wie am Schnürchen klappt, dann gibt es keine Chance für die Großen. Bestimmt, ich verspreche es Ihnen. Und da habe ich gesehen, wie sie arbeitet. Und das fand ich damals so treffend und so genau und so präzise, was sie da ausgesucht hat, dass ich dachte, die hat ein Händchen. Die ist ja doch nicht doof. Und die ist doch nicht doof. Die kann doch was. Sie hat das so eingerichtet und so, dass ich eine Atmosphäre herstellte. Das arme Mädel da, wie die wohnte, das stimmte so genau, als ob die da wirklich wohnt. Was ist mit dir los? Bitte, Nina, mach's doch nicht noch schlimmer. Frau Braun hat uns alles erzählt. Voll wie eine Natter. Los, komm hoch, komm. Sag mal, spinnst du? Komm, raus! Herr Müller. Bist du wahnsinnig? Guck mal, wie du aussiehst. Ich kann ohne meine Kinder nicht leben. Dass ich nicht lache.
Am Berliner Ensemble ist Jackie Schwartz in den 1980er Jahren längst eine feste Größe. Brechts Stücke im Theater am Schiffbauer Damm werden zur künstlerischen Heimat für den Berliner. Tschüss. Gesellschaftsrelevante Fragen, nach allen Regeln der Kunst verpackt, begeistern ein Publikum, das gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen. Auch in der Inszenierung Galileo Galilei. Prozession der Gilden bringen wir Ihnen das neueste Florentiner Lied, das in ganz Oberitalien singt und das wir hier mit großen Kosten importiert haben. Es betitelt sich Die erschreckliche Lehre und Meinung des Herrn Hochphysikers Galileo Galilei. Da war ich der Sänger, der so durch das ganze Stück führt. Und nun war ich nicht, bin kein ausgesprochener schöner Sänger. Und Rosala, unser damaliger Direktor, musikalischer Direktor, und der ich sage, Hossi, das, den Ton da, das kann nicht transponieren kann. Ich sage, du rufst du einfach, du rufst du einfach. 1733, ja, und dann sag dann eben 1733, sag dann die rufen. Und jink. Bei Brechts Erben stehen auch Lenins Worte regelmäßig auf dem Spielplan. Das sowjetische Stück Blaue Pferde auf rotem Gras provoziert Szenenapplaus und treibt Politbüromitglieder wie Kurt Hager zu Erklärungsfantasien. Man trägt sich ein. Man tritt nicht in die Partei ein, man trägt sich ein. Was kann man erwarten von einem Eingetragenen? Da konnte man so Sachen verstecken. Und da sagt Lenin zum Beispiel an einer Stelle, das Volk hält jede Schwierigkeiten aus, wenn Wahrheit herrscht. In der Zeitung ist alles wunderschön beschrieben. Schaut man sich aber um, liegt die ganze Lüge offen auf der Hand. Widerlich! Wohin treiben Sie uns? Und eines Tages, wir hatten ja immer so Veranstaltungen danach, so Foyergespräche. Und eines Tages war auch Hager da. Und irgendeiner fragte ihn, sagen Sie mal, Herr Hager, die Leute klatschen nach diesem Satz. Warum klatschen die denn? Und Hager sagte dann, die klatschen aus historischem Abstand. Da ist uns ein. Also, so viel Zynismus. Also, habe ich. Ja, nur komm mal drauf. Der kann auch nur ein äußerster Schlickefänger. Ein äußerster Schlickerfänger sein. Der sowas. Also, völlig wild schreibt. Wenn der Beifall verklungen ist und der Vorhang am Berliner Ensemble fällt, reicht Jackie das berühmte Feierabendbier oder ein Gläschen Wein schon lange nicht mehr. Der fließende Übergang zwischen Genuss und Sucht liegt bereits hinter ihm. Weg damit. Jackie Schwartz ist alkoholabhängig und ernährt sich Ende der 1980er Jahre hauptsächlich von Cognac, Haferschleim und Nikotin. Er hat damals schon wirklich richtig, also damals schon, wirklich echt getrunken. Also für meine Begriffe. Aber nicht, wie andere Kollegen behaupten, ich habe deshalb zum Alkoholismus habe ich mich denn geneigt, weil ich die ganze DDR nicht ertragen konnte. Also ich konnte die ertragen, habe trotzdem gesoffen. Also. In der Möwe, dem Berliner Künstlerclub, nur ein paar hundert Meter vom Berliner Ensemble entfernt, ist Jackie Stammgast. Oh Gott, was habe ich hier für Geld gelassen? Dann gab es so einen schönen Satz von Jackie. Fragte er einen Kollegen, warst du gestern in der Möwe? Ja, sagt der Kollege, ich war in der Möwe. Und, sagt Jackie, war ich auch da?
wenn Kriege trinkend ausgetragen würden, was ich so schlecht nicht fände. Er wird allein eine Armee besiegen. Der 9. November 1989 wird zum Wendepunkt in ganz Deutschland und in mehrfacher Hinsicht im Leben von Jackie Schwartz. Während der Theatervorstellung zieht sein Körper die Reißleine. Mein Kollege und Freund Mike Gerber, der mitspielte in Blauen Pferden, sah das, dass es mir schlecht geht. Habe ich einen Kreislaufkollaps bekommen und konnte kaum atmen. Und das sah der während der Vorstellung noch und sagte, pass mal auf, wir gehen nachher, wenn hier alles vorbei ist, gehen wir jetzt hier zu meiner Ärztin. Und da es mir so schlecht ging, habe ich gesagt, ja klar, gehen wir. Ich wusste jetzt, also, dass das am Alkohol liegt und dass irgendwann Schluss sein musste. Das katholische St. Josef Krankenhaus in Berlin-Weißensee nimmt ihn in der historischen Nacht stationär auf. Er kommt als siebenter Mann in ein Sechsbettzimmer und beginnt mit der Entgiftung. Ich war ja hier zu Hause. Während die Mauer fällt und der Osten seine neue Freiheit feiert, lässt sich Jackie therapieren. Nach wenigen Tagen Entzug wäscht er bereits in der Großküche ab und will dieses Lebenskapitel so schnell wie möglich hinter sich lassen. Die Krankenakte enthüllt weitere Details aus dieser Zeit. Und hier gibt es einen schönen Eintrag, Herr Schwartz. Darf ich den vorlesen? Bitte, ja. Hier steht am 12.11. schon, Patient legt so langsam eine sehr verwöhnte Grundhaltung an den Tag. Verwöhnte? Können Sie sich noch erinnern, was da passiert ist? Also entweder habe ich gefragt, wo kann ich denn hier rauchen oder gibt es denn hier keine Einzelzimmer oder sowas, irgendwas Renitentes muss das gewesen sein. Und noch eine Besonderheit für damalige Verhältnisse, er besitzt jetzt auch zwei eigene Fieberthermometer. Ja. Klammer auf, elektronisch. Oh, ja. Und da begann für mich das sogenannte zweite Leben. Also ohne Alkohol erstmal und dann in einer neuen Gesellschaftsordnung, die zwar noch nicht war, aber die sich ankündigte. Die neue Gesellschaftsordnung bringt neue Ziele für Jackies Reiseleidenschaft. Er entdeckt die schönsten Ecken der Welt privat und sticht beruflich mit dem Traumschiff in See. An seiner Seite die Autogrammjägerin aus Magdeburg, Manon Strache. Das muss man sich mal vorstellen. Da war ich so ein kleines Mädchen, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, dass ich mit Jackie Schwartz mal die ganze Welt bereise, so quasi. Entschuldigung. Ja? Ich meine, es geht mich zwar nichts an, aber so eingemummelt, wie Sie sind, wissen Sie, dass Sie sich da einen fürchterlichen Hitzschlag holen können? Die beiden Hypochonder an Bord sind von Traumschiff-Produzent Wolfgang Rademann perfekt besetzt. Der Mann im hellblauen Hemd hat Manons Wunsch erfüllt und Jackie an Bord geholt. Ich habe mir mal auf dem Schiff einen Ring gekauft mit einem Brilli. Der Jackie sagt, ach, der Ring ist wirklich schön. Da sage ich, aber muss man so viel Geld für sowas ausgeben? Aber wenn du doch Freude dran hast. Und dann hat er eine Kollegin geärgert und hat gesagt, Manon, zeig mal deinen Ring, guck mal, ist der nicht schön? Und alle so, oh, ja, voll Frank, wa? Schenkt er dir den Ring, kauft er dir einfach den Ring. Ich so, hat er gesagt? Und die sind natürlich alle grün geworden. Kauft der Rademann der Manon so einen Brillanten. Tja, schön, wa? Freust du dich, wa, Bibi? Champagner, das ist ja reizend, aber leider. Davon bekommt man keinen Herzinfarkt. Auf diese traumhafte Reise, auf unser kleines Abenteuer und auf das Leben. Dann sollten wir uns also küssen, wobei ich sagen muss, Jackie küsst sehr gut.
Also mit dem heterosexuellen Schauspieler, dem hätte ich vorher geklatscht. Aber bei Jackie, das war so vertraut. Und also es war wirklich schön, sah auch sehr schön aus nachher. Und ich war auch froh. Und durch diese Erleichterung kam wahrscheinlich mir wieder ins Bewusstsein, ich war seekrank. Davon habe ich aber Gott sei Dank stimme ehrlich gewusst, dass sie da kurz vorm Kotzen ist. Und wir haben uns gerade geküsst. Sonne, und warum musste denn noch schnell gehen? Weil die Sonne war nur ein bisschen noch und Kamera schnell, schnell. Und dann ist die Sonne und die sollte genau dazwischen uns sein. Die Sonne war weg und sie drehte ab und kotzte erst. Und das tat mir auch so leid. Jackie war auch ein bisschen beleidigt. Und ich, nee, das hat nichts mit dir zu tun. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Naja, ja, das ist wie Szenen, die das Leben schreibt. Ziele, die das Traumschiff nicht ansteuert, bereist Jackie selbst. Durch gesundheitliche Einschränkungen lässt er sich nicht aufhalten, sondern stützt sich auf eine verlässliche Reisebegleitung. Konrad Winkler. Der Enkel vom verstorbenen Schauspielkollegen Wolfgang Winkler wird ab 2017 zum Tourenpartner des prominenten Weltenbummlers. Schiff. Wie oft seid ihr jetzt schon verreist? Das ist schon ganz schön lange. Viermal. Viermal seid ihr verreist? Viermal was? Grönland, dann Alaska, Malediven und Dubai. Ah, ja. Ja. Das finde ich bei Jackie aber auch immer toll. Also auch wenn er schon so viel erlebt hat und so viele schöne Dinge auch schon erlebt hat, sich trotzdem immer noch mal, also immer freuen zu können, auch wenn es einfach schön ist, ja, und das dann auch so zu sagen. Und er möchte nur sagen, er ist deshalb, weil er nicht auf den Geist geht. Also er ist ruhig, sabbelt nicht und weiß, wofür er da ist. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und wenn ich die Treppen gehe oder so, dass ich mich auch festhalten kann. Das war schon ganz eingespielt eigentlich. Und dann mache ich nur so und dann macht er schon so und halte ich mal schon fest. Dass ich halt auch mal helfe und auch mal ihm ja, die Koffer trage oder mal die Schuhe irgendwie anziehe oder bringe, so finde ich, sich das allein aufgrund des Altersunterschiedes so gehört auch. Also das mache ich bei meinen Großeltern auch und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Jackie mich in dem Moment ja auch einlädt. Und wenn wir dann spielen waren, ein Spielchen zusammen oder so. Sudoku oder hier Rummikub und ich gewinne auch immer. Steht im Vertrag. Ja, ich gewinne und das lässt er auch zu. Ich komme ja durch ihn in Regionen dieser Welt und dringe ja auch in Ausmaße von Luxus vor, die ich mir vorher irgendwie nie hätte zu träumen wagen. Und dann hören wir schöne Musik, sonnen uns. Ja, also langweilig wird's nicht. Jackie fasst einen spontanen Entschluss. Er will die selbstgewählte Familie offiziell vergrößern. Konrad und seine Schwester Clara Winkler sollen nun auch mit Patenhandschlag dazugehören. Genau wie die Cousine und die Cousins in Lössen bei Merseburg. Wo drei sind, da können auch fünf sein. Dann nehme ich euch auch noch als Patenkinder. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Ja? Wenn ihr ja sagt, ja. Wie macht man das? Ja, toll. Na, ich nehme euch als Patenkinder. Okay. Seid ihr einverstanden? Sage ich nicht nein. Ich auch nicht. Du sagst nicht nein. Du sagst ja. Nee, ich sag ja und danke. Ist ohne Unterschrift und ohne Dings. Ist einfach das nur. Ist irgendwie was Konfessionelles? Nee. Nein, das ist nichts. Ist nur keine Nein. Ihr habt auch keinen Anspruch. Also Anspruch habt ihr nicht. Gut, jetzt habe ich fünf. Ja. Na, schönen Dank. Alle fünf. Ja, so kommt die Jungfrau zum Kind. Ja. Zu fünf Kindern. Familie ist für Jackie etwas ganz Eigenes. Ohne verwandtschaftliche Bindungen. Geprägt von Freundschaften. Oft treten auch durch die Dreharbeiten neue Menschen in sein Leben und bereichern es ganz individuell. Man sagt mir oft, dass ich ein bisschen rundlich bin. Finden Sie das auch?
ganz im Gegenteil. Sie sind wundervoll, Margret. Wir Männer brauchen diese runden Formen, die uns beruhigen in dieser grausamen Zeit ohne Mitgefühl. So eine Frau kenne ich sonst, kenne ich nicht, die so ist wie sie. Also, die so ist wie sie, aber sehr oft, also, die so ist wunderbar. Also, in ihrer Nähe fühle ich mich irgendwie geborgen oder auch wohl. Man merkt halt, da ist jemand eben mit einer großen Seele, mit einem großen Herzen, mit einem starken Willen, einer starken Persönlichkeit, aber er ist auch so ein runder Mensch, ja, wie ich auch. Man möchte gerne in seiner Nähe sein. Also es ist immer so ein Licht, spezielles Licht, wo man sich wohlfühlt. Man denkt, da ist ein Bruder, ein Seelenbruder. Das ist so eine Aura, die man nicht erklären kann. Und das ist für mich als Rationalist sehr schwer. Aber da ist das Gefühl, wenn man sagt, die hat was, was du eben nicht erklären kannst. Ist was passiert? Lass mal sehen. Nur eine kleine Schramme. Ist nicht so schlimm, das wird schon wieder. Soll Mami pusten? Hallo? Jackie! Ja, Mutti, bist du dran? Was? Ob du dran bist? Ja, natürlich ist er dran. Ja. Mutti ist unüberhörbar die beliebte Schauspielerin Thekla Carola Wied. Du bist ein ganz besonderer Mensch und das habe ich auch immer empfunden und deswegen hält unsere Freundschaft auch über schon viele, viele Jahrzehnte. Ja. Und deswegen finde ich das auch gut, dass wir dich dann adoptiert haben, Vati und Mutti. Ja. Also wie warst du zur Adoption freigegeben? Ja. Doch nicht wieso, aber... Doch, ich weiß wieso. Weil meine Mutter am 5. Februar gestorben ist. Und du bist ja am 5. Februar geboren. Und so schließt sich der Kreis. Also ich glaube zwar nicht an, daran, aber ist doch eine schöne Episode, wa? Der Ziehsohn schreibt Mutti gern, wenn er auf Reisen ist und berichtet von seinen kleinen und großen Abenteuern. Umgekehrt schreiben auch Mutti und Vati Postkarten aus aller Welt und lassen den Sohn an ihren Urlaubserlebnissen teilhaben. Die Vater-Mutter-Kind-Geschichte ist eine Idee von Jackie, der an der kleinen Albernheit Freude hat. Jetzt wollte ich dich schon immer mal fragen, ja, wie du eigentlich darauf gekommen bist. Ja, na, gekommen bin ich darauf, weil ich immer die... Als Symbol, klar, und weil ich immer geschrieben habe, wie früher aus dem Kinderferien, Lara. Liebe Mutti, Vati hatte ich gar nicht, liebe Mutti, liebe Oma. Du kannst jetzt so Vati nicht Oma sagen. Verstehst du? Also habe ich liebe Mutti, lieber Vati geschrieben. Ihre Freundschaft ist keine Zeitungsente. Sie beginnt bei der Arbeit zur Fernsehserie Auf eigene Gefahr, in der Thekla und Jackie zwei Journalistenkollegen spielen. Ja, da haben wir die 39 Folgen haben wir gemacht. 39 Folgen? 39 Folgen. Oh Gott. Drei Staffeln. Oh Gott. Aber wie lange hast du denn den Polizeihof gespielt? 17 Jahre. 17 Jahre? Ja, 50 Mal. Mutti Thekla gerät im 11. Polizeiruf in Jackies Visier. Ich habe von Ihrem kleinen Missgeschick gehört und da wollte ich Sie besuchen. Ja, Missgeschick ist gut. Ich bin von einem tollwütigen Pinguin angegriffen worden. Ja, wissen Sie, das Problem... 17 Jahre lang wird der Hallenser Polizeiruf 110 mit den beiden MDR-Kommissaren zum Schaulaufen der Prominenten. Jackie Schwarz als Kommissar Herbert Schmücke freut sich über die üblichen Verdächtigen aus ganz Deutschland. Schon, vielleicht kennen Sie einen von den Herren. Mein Gott, Lisa, Kleines. Was denn, Herr Kommissar? Sie sind auch Sportfan. Mein Onkel, ja. Weitere Wortmeldung? Nein, ich bin in der Schokoladentasche. Schokoladenkuchen. So, Professor Steinbeck selbst, er wollte. Metallstab. Der wird also Zusammenhaltung dazu. Na
Ja, man musste immer aufpassen, dass die Prominenten, wenn einer kam, nicht immer der Mörder war. Aber wenn ein ganz Prominenter mitspielte, wusste man, aha, das ist der Mörder. Und meistens war es dann auch so. Machen Sie mir mal keine Angst. Aber Sie kennen doch keine Angst, Herr Klaue. Denn wenn das stimmt, was Sie mir erzählt haben, dann wollte man Sie umbringen. Das stimmt. Wir wurden ja am Anfang doch sehr geliebt. Und dann erst zum Schluss wurden wir dann von der Presse, vom Spiegel, fertig gemacht. Als Graubrot-Polizisten und betreutes Ermitteln. Warum gehen Sie nicht einfach zur Polizei? Zur Polizei? Sie haben ja Humor, sehr witzig. Alles Idioten da. Ja, ich meine, wirklich, warum nicht? Denken alle mit drin. Decken sich gegenseitig. Ja. Alles alte Säcke, die auf die Pension warten. Dumm wie Brot. Finanziert vom Steuerzahler, so ist es. Hatten wir mal so eine Szene, wo ich ihn bat, also die Figur braucht seinen Anzug, um aus dem Krankenhaus wegzugehen, weil er keine Sachen hat. Also meine Figur. Und dann haben die mir einen Anzug da gegeben und sagen, was ist denn für ein Anzug? Der passt mir ja. Nein, das ist doch Jackies Anzug. Na ja, ja, schon, aber ich sag, wie, Jackie hat so und so viel Kilo und der Anzug, ich will genau den Anzug von Jackie haben. Ja, dann wollten sie immer so. Und da hat er auch so zu seiner Fülle nicht wirklich gestanden. Nee, nee, mein Lieber, sowas steht nur in Groschenromanen. Ach, hör mal auf, Henry, damit. Sagen, das ist doch prima, wenn die Hose richtig schön groß ist. Ist schon gut, ist schon gut. Ich sollte dir ein paar auf die Fresse hauen. Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht. Ach, warum denn das nicht, Herr Oberkommissar? Weil ich dir glaube, du Fatzke. Du kannst mich mal so. Seit 1994 ist Jackie Schwarz in der Serie Ein starkes Team als Sputnik zu erleben. In jeder Folge hat der ausgemusterte Volkspolizist eine neue Geschäftsidee. Sehr zur Freude seines ehemaligen Kollegen Otto, gespielt von Florian Martens, der wie Jackie von der ersten Folge an dabei ist. Er ist ein sehr witziger Kollege. Hochintelligent. Das sowieso. Hochintelligent. Das passt einfach alles. So ist er. Ich freue mich immer auf, wenn er hatte immer nur ein, zwei Tage bei uns im starken Team, aber auf die Tage freue ich mich immer, weil mit Jackie macht das immer Laune. Man muss sich ein bisschen auf ihn einstellen. Der wurschtelt sich manchmal ein bisschen drin, aber im Endeffekt ist immer perfekt, steht alles und alle freuen sich und ich habe immer meinen Spaß mit ihm. Aber jetzt mal zu uns alten Köpnickern. Ich habe vor, am U-Bahnhof Schönhauser auch so ein Ding hier aufzumachen. Und da suche ich noch einen ehrlichen Partner. Hast du das schon mal bei der Treuhand versucht? Otto, ich habe gesagt, ehrlich, wie wäre denn mit dir? Großes Sputnik. Ja. Und ich finde es auch nicht albern. Wir hatten mal einen Regisseur, der hatte nun überhaupt keinen Humor und der wollte unbedingt, dass die Figur rausgeht. Weil er sagt, das könnt ihr nicht machen, das zieht die Sache runter, ihr könntet noch spannender und ernsthafter sein. Ich sage, unsere Fälle sind schon spannend und ernsthaft und das können wir uns durchaus leisten. In den Dramen oder in den Tragödien kommt dann immer die putzige Person. Oder bei Shakespeare kommen die Clowns. Nun möchte ich das nicht mit Shakespeare vergleichen, also die Drehbücher sind doch nicht ganz so. Aber das Prinzip ist dasselbe, dass dann auch in tragischen Sachen auch gelacht werden kann. Also, oder geschmunzelt. Ah! Mensch, Otto, wie kannst du mir nur so erschrecken? Ach Gott, warte. Entschuldigung, Junge, Entschuldigung. Warum machst du so viel Heimnis vor? Hier, komm, schön festdrücken. Otto, ich darf doch keiner wissen, dass ich hier Haare schneide. Ich hab doch keinen Gesellenbrief, keine Meisterprüfung gestellt. Bei dem Haarschnitt würdest du eine Prüfung nie bestehen. Wie wird mit der schönen Kopfmassage, Otto? 7 €. Vergiss es. An meinen Deo-Roller lasse ich dich nicht mehr umsonst dran. Menschen haben eben kein Vertrauen mehr zueinander. Traurig ist das. Sehr traurig. Ich kann jedem raten, die Kamera, wenn eine Szene
aus ist, ein Take, aus ist. Nicht gleich auszusagen, sondern einfach noch ein bisschen laufen lassen. Der schiebt da noch Sachen hinterher, da liest er flach. Da ist der, das ist noch witziger, als was da in der ganzen Szene da vorspielt. Und wenn man nicht aussagt, spielt Jackie einfach weiter. Und das sind oft die schönsten Momente. Auch viele Leute sprechen mich drauf an. Oder so. Na, Herr Sputnik. Früher haben sie gesagt, na, Herr Schmücke. Aber, ja, und jetzt sagen sie, ach, Herr Sputnik, sind Sie nicht der Sputnik? An der Ostsee oder so. Ja, ja, ja. Schön, das ist sehr schön. Wir freuen uns immer, wenn Sie kommen. Ist das schon was? Er ist ein Vollblutkomödiant. Und ja, ich könnte mir ihn auch auf der Bühne als Entertainer vorstellen, wo er den ganzen Saal zum Lachen bringt. Weder mit Geld noch mit guten Worten. Ich würde alles mit ihm gern zusammenspielen. Es wäre mir komplett egal. Ich weiß einfach, dass eine Zusammenarbeit mit ihm qualitativ und quantitativ hochwertig ist. Ja, also auch von der Zeit. Er haut einfach in kürzester Zeit das Beste raus. Und das wäre keine vertane Lebenszeit oder Arbeitszeit, sondern es würde einfach mega Spaß machen. Drücke bitte nicht auf die Tränendrüse. Für uns wünsche ich, dass Jackie mal die Tucholsky-Texte durchguckt, die ich schon mal vor 4 Jahren für uns beide rausgesucht hatte. Dann könnten wir außer der Roald Dahl-Lesung noch zum Beispiel von Kurt Tucholsky ein Ehepaar erzählt einen Witz machen. Ja, kannst du dir abschminken. Ein großer schwarzer Fleck, den Jackie auch noch hat auf seiner Landkarte, auf der touristischen Landkarte, ist Australien und Neuseeland. Und dann würde ich euch mal richtig zeigen, wie man das Leben genießen kann, ohne Arbeit. Der bringt mir immer was mit, wenn der auf Reisen ist. Der denkt immer an mich. Und hier, warum ich diesen Gerald umhabe, den haben wir zusammen in Singapur gekauft. Weil man kann nämlich mit Jackie auch wunderbar einkaufen gehen. Sonst noch was? Jede Sache kann man schlechter machen. Und Gott sei Dank kann man manche Sachen noch besser machen. Und er gehört auf die gute Seite. Insofern ist er, glaube ich, ein zu Recht populärer Schauspieler. Bis heute wusste man, das ist ein Grund, da reinzugucken. Ich wollte mich nur bedanken. Vergiss die Küsschen nicht. Also meine Beobachtung meiner Umwelt ist die, dass leider die Dummheit zunimmt und nicht abnimmt. Und der Grund dafür ist eben wirklich Bildung. Man muss da investieren, sonst geht alles noch mehr den Bach runter. Also meine Beobachtung ist die, dass die Dummheit leider zunimmt. Leider. Das ist mein Schlusswort, was nicht besonders positiv ist. Aber es lebt der Mensch, solange hofft. Kannst du nicht machen. Lassen Sie mich unseren Film beenden mit einem Wort von Georg Christoph Lichtenberg, der da sagt, ehe man tadelt, sollte man immer erst versuchen, ob man nicht entschuldigen kann. In diesem Sinne, auf ein Wiedersehen. Abends auf einer Straße, irgendwo draußen, blieben wir stehen. Sommer. Auf den Feldern war der Mond weithin zu sehen und die Sonne hing über den Bäumen, gab der Erde noch erwärmendes Licht und ich nahm deine Hände, mein Blick lag auf deinem Gesicht. Da war ich.